Front gegen Flocke. Und willkommen zur neuen Folge Stardew Valley. Zusammen mit Maru, Maxi und Items. Hi. Und es ist ein Hecht. Ah, und es ist ein Hecht. Sehr gut. Ein Hecht also ist ziemlich Items, scheiße also, eigentlich. Du musst mich doch nicht nennen in der Öffentlichkeit. Ich würde dich eher so Wal nennen. Besser, ein Gotteslachs. Ein Gotteslachs. Guck mal, eine Sardelle. Oh, scheiße. Ja, mir geht's gut. Danke der Nachfrage. Flocke ja. Ist jemand, der Nein. gerne Tofu also. Toastet. Tofu toastet? gibt es Tofu-Toastbrot? Was? Gibt alles aus Tofu. Ja, alles gibt's nicht aus Tofu. Nee, mich gibt's nicht aus Tofu. Aber da ist ja gar kein Fleisch drin. Warum sollte es dann Tofu-Toastbrot geben? Hallo Knuddeln! Ich angle in die falsche Richtung? Nein, ich habe meine Maus über mein Gesicht. Wow. Was? Was? Hä? Was? Zwei Eier. Einmal Mayonnaise. Bichi! Oh, 66 cm. Junge. Ich habe gerade eine 140 cm Hecht rausgezogen. Ey. 140 cm. Und weißt du, wo ich den hingepackt habe? In meine Hose. Das wird schlimmer. Ich weiß nicht, wie der da drin Platz findet. Neben dem anderen 166. Alter, was mit Stardew Valley passiert, ey? Ist Maru überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Maru schämt sich hier Grund und Boden. Ja. Maru macht gerade. Entschuldigt sich bei allen Zuschauern und Eltern. Der schreibt jetzt schon mal Kommentare vor. So. Leute, ich distanziere mich eindeutig von den Leuten. Folgt mir auf Twitter, Maru. Folgt mir auf Twitter. Das letzte Mal war ich vor einem halben Jahr online. Folgt mir auf Twitter. Genau. Edit mich noch heute bei ICQ und bleibt immer in Kontakt. Meine MySpace-Seite ist die folgende. Ich habe auch noch eine MySpace-Seite gehabt bis vor kurzer Zeit. Ich fand MySpace cool. Ich fand SchülerVZ toll. Ja, das stimmt. Das fand ich auch toll. So, Blumenkohl nehmen, noch mehr Blumenkohl einlegen. Yay! Und Bäume fällen, weil wir brauchen ganz viel Holz. Ich muss ganz viele Einlegfässer machen. Dann kann ich ganz viele Sachen einlegen. Oder Marmelade machen. Ja. Oder Melonenmarmelade machen. Marmelade! Ich hätte gerne. Irgendwie wachsen die Bäume nicht mehr nach. Irgendwie ist unten beim See alles weg. Hier unten auf unserer Farm ist alles weg. Irgendwo haben wir keine Bäume mehr. Wenn die Bäume nicht mehr nachwachsen, haben wir ein Problem. Weil es war gerade Jahreszeitenwechsel und wir haben seitdem nichts viel gefällt. Normal sind die doch immer beim Jahreszeitenwechsel respawned. Ich weiß es so. Nicht, aber auf unserer Farm, ich hab da Anfang des. Also, oder Mitte des. Die Bäume bei uns spawnen nicht nach, aber die Bäume unterhalb unserer Farm spawnen automatisch nach. Okay, aber bei uns auf der Farm nicht. Nee, die müssen wir nachpflanzen. Ja, habe ich ja, aber ich habe Mitte des Frühlings was gepflanzt. Wie lange brauchen die jetzt zum Wachsen, die Bäume? 28 Tage? Die habe ich kaputt gemacht. Tage. Alles klar, 28 Tage. Das sind schnell wachsende Bäume. Was hat denn das Wachs damit zu tun? Ich habe gerade ein perfektes Fischi gefangen. Es ist ein Gotteslachs. Hi Maxi, du wurdest gefangen. Ich sehe Maxi da unten rumlaufen. Maxi, der nächste Fischi ist für dich. Den fange ich für dich. Muss mindestens 20 cm groß sein. Aha. Sonst merkt Maxi nichts. Ist wieder ein Gotteslachs, 36 cm. Oh. Das ist eine Schatztruhe mit einem Stück Kohle. Wow. Ein Stück Kohle, was? Maxi. Wow. Ach so, und so ein Stück awesome. Kohle. Wow, Maxi, krass, ey, krass. Wow. Holzkohlegrill, Holzkohlegrill. Gas Burning Generator, Holzkohlekill. Wind Generator, Mechanism toll. Katze sagt miau, Minecraft-Begriffe sind voll. Yay! Das war absolut grauenhaft. Schön, dass das nur ich so sehe. Nicht nur ich so. Alter. Okay. Der nächste Fischi ist für Katze. Das Fischi ist für mich. Das sind 150 cm Hecht. Den habe ich wieder in die Hose gesteckt. Eine Frage. Also, ich bin jetzt 1,85 groß, ne? Aber ja. Also, wie groß musst du sein, damit ein 150 cm Fisch komplett in deine Hose passt? Weil dann muss die Hose ja auch 1,50 groß sein. Muss größer sein.
Weil du steckst das ja nicht neben dein Bein und bindest es an dein Knie, sondern du hast es ja in der Tasche in deiner Hose. Ach, in der Tasche auch noch? Ja, also. Die vielleicht ein Bruchteil von der eigentlichen Hose in der Länge hat. Ja, genau. Das heißt, du hast mindestens eine 10 Meter lange Hose. Also sagen wir es so. Gibt so ein paar Leute, die man als Riesen bezeichnen würde. Nee. Ach so. Was? Ich glaube, es geht doch nicht in die schlimme Richtung. Was? Wir reden nicht über dicke Menschen. Ich bin nicht dick, bin flauschig. Louis war wer nochmal? Wer? Louis. Der Bürgermeister, oder nicht? Die kinetische Energie. Bin ich den? Ach, Items. Paprika Popper. Ich brauche Peperoni und Käse. Wir brauchen unbedingt Paprika Popeye fehlt uns noch. Popeye. Maxi ist müde. Maxi geht schlafen. Ich habe eine kaputte CD gefunden. Echt cool. Von den Backstreet Boys? Nein, ich höre mal kurz raus. Nee, das ist eine Steuer-CD. Ah. Da stehen alle YouTuber drauf, die keine Steuern gezahlt haben. Oh shit, ich muss weg. So. Noch ein Hecht, 150 cm und dein Angelgerät ist kaputt. Wie dein Ja, mein Haken. Ach so, ich wollte gerade sagen, du hast gerade die Angel gekauft für 7500 und du machst kaputt. Keine Angel mehr für dich. Ich habe die falsch bedient. Ich hatte die Handbremse noch angezogen. Wie, das ist, ich sollte sie nicht wie ein Speer werfen. Stell dir so vor, so. Mayonnaise. Kann machen raus aus dem Dankeschön. Das da und. Halt, hier kommen gar keine Geoden rein. Wo kommen die Geoden hin? In meine Tasche. In deine Truhe? Kannst du auch reinlegen direkt. Geht ja meistens abgeben. Da habt ihr mal. Ja, aber noch ein paar Leuchtringe in die Kiste gepackt, wenn jemand möchte. Oh cool, dann kann ich noch einen klauen. Ja. In welcher? In die Equipment-Kiste. Leuchtring. Oh, es ist hell. Geil. So, morgen wird's übrigens schlechtes Wetter. Leg die Edelwicke in die rechte Truhe. Okay. Ich hoffe, ist Hayabubu. Nee, morgen ist noch gutes, übermorgen vielleicht. Oh, unser Hund ist eingeschlafen, glaube ich. Unser Hund ist defekt. Der bellt falsch. Chirablö. Chirablö. Gerade da stell dir mal vor, wenn sich Tiere. Oh, was war das? Das war ein Meteor. Wir noch gefurzt. Einer? Wer hat gefurzt? Was ist das, was er da ein Barrett? Gott damn it! Da sind schon wieder so viele Fische verkauft worden, die wir brauchen! Items? Ja. Wenn du demnächst nicht ins Gemeinschaftszentrum guckst, kriegst du Ärger. Da kriegst du keine Angel. Dann wirst du ersetzt. Flocke, Gab es ein Erdbeben. Flocke, ich will, dass du ganz kurz nachdenkst. Flocke, denk nach, okay? Denk ganz kurz nach. Die heiße Quelle ist jetzt offen. Flocke, sonniger Tag, Fork. Wie gut kann ich mir für 15 Minuten Termine merken? Gar nicht. Wie gut kann ich mir also Sachen aus dem Gemeinschaftszentrum merken? Dann müssen wir demnächst alle Fische in eine Truhe tun und dann müssen wir erst gucken. Stopp, das sind Baumstämme. Ich habe Paprika-Popper bekommen von Shane. Ich muss die Hosen vom Bürgermeister finden. Ja, bei Mani. Du musst gut mit Mani befreundet sein. Viel Spaß dabei. Toll. Keiner mag Mani. Hagrid. Ich habe ein Herz bei Mani. Haben wir Stoff? Ah, ich brauche nur ein zweites Herz bei Mani. Nee. Wie viel brauchst du? Denn ich hab Stoff und Schnaps. Ich hab Stoff und Schnaps. Das hast du zu viel genommen, das merke ich ja. Ich will kein Problem. Haben wir Radieschen? Was habt ihr mit Flocke gemacht? Die ist ja komplett durch. Ich weiß es. Haben wir Radieschen? Eine Frage, hast du das Getreide hier zwischengepflanzt? Haben wir Radieschen? Ja. Haben wir Radieschen? Getreide müssen. Nein, haben wir nicht. Okay, nehm die Köstlichen. Getreide müssen wir mit der Sense ernten. Ja, ist richtig. Das können wir nicht, wenn alle anderen Pflanzen außenrum noch nicht gewachsen sind. Das kriegen wir hin. Und der Bürgermeister? Ja, der Bürgermeister wohnt mitten in der Stadt. Der hat das einzige Auto hier in der Stadt. Spiel. Das Auto ist eingeparkt. Ja, genau. Deswegen, ich bin immer total verwirrt. Ich weiß nicht, wie die ganzen Leute überhaupt an Nahrungsmittel und so kommen.
Jojo-Markt. Den Pierre pflanzt ja auch irgendwo. Wo hat Pierre eigentlich seine Farm? Ich hab keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ist alles fertig, haha. Wachse, Maxi. Wachse. Wieder größer. Okay, macht einer von euch unsere ganzen Baumsetzlinge kaputt? Nur mal eine blöde Frage. Ja, nein. Also ich hätte es dir zugetraut. Aber hier war gestern noch ein ziemlich großer Setzling, der ziemlich groß geworden ist, wo man nicht mehr drüber laufen konnte, und jetzt ist er weg. Ja, nein. Vielleicht das Erdbeben schuld gewesen? Das kann natürlich sein. Stadio, ich hasse dich. Stadio, ich hasse dich. Hey, nicht mehr. Hallo, Maru. Hallo. Zapfen? Ich will dich anzapfen. Mach mal ein bisschen Geld hier, ne? Übers Feld laufen ist immer so langsam. Das ist genauso schnell wie alles andere. Hä? Never. Doch. Yeah. Du wirst nicht langsam, aber du wirst. Hier Katsching für meine Arbeit hier. Katschinga, Chinga. Schnell weg, er will mich davon abhalten, Bier zu kaufen. Ja, ich will Radieschen kaufen. Ja, dann kauf Radieschen. Tschüss. Oh, ich hab einen Auftrag. Mal gucken. Wer hat eigentlich Geburtstag? Morgen hat die kleine Göre Geburtstag. Jazz. Und Sebastian hätte gerne ein bisschen Quarz, was er sich über den Kamin hängen kann. Oder sowas. Und Kupfererz haben wir noch. Ja, ne? Mittwoch ist bitte Ruhetag. Nicht die Erze schmelzen, wenn du die findest, Maro. Oh. Oh, Müll. Oh, Müll. Ich hab Müll im Müll gefunden. Wie praktisch. Okay, weg damit. Oh, hallo, Abigail. Wo habt ihr erkannt, dass die heiße Quelle fertig ist? Das ist jetzt. Das Erdbeben. Ja, jetzt ist sie fertig. Wo ist die? Oben. Oben. Dem Obdachlosen. Über dem Haus von Maru. Also wo Maru wohnt. Kommst du mit in die heiße Quelle? Okay. Hey. Muss eh noch mal alle nackig. Ich geh nicht in die Mädchenumkleide. Ich glaube, ich kann da gar nicht. Nee, ich kann da auch gar nicht hin, glaube ich. In die Jungenumkleide. Ich glaube, ich muss in die Mädchenumkleide. Ja, das ist eine gute Frage. Umkleide. Hallo, Demetrius. Demetrius möchte sicherlich auch mit. Ich glaube, das findet Robin nicht so toll. Ach was. Behältst du eigentlich deinen Hut, wenn du da reingehst? Glaub ja. Echt? Ach so, gut. Moment. Also der Bürgermeister hat seine Unterhose bei Mani verloren? No. Oh. Oh, das war ein wo geht's denn hier? Ach, da unten geht's aus. Im Bad, so. Blim. Die W-Umkleide. Wieso trage ich dann da ein? Ein Badelatschen, ja. Oder? Ja, ist ein Badelatschen. Hi. Hallo. Oh, ich hab. Oh, du hast deinen Hut abgezogen. Ich hab meinen Hut abgezogen. Man darf hier nicht rennen im Bad, was ist das denn? Ja, es ist verboten. Du darfst ja auch keinen Körper in die Therme machen. Du kannst vor allem. Das ist so geil, wie die Augen zumachen, wenn die sich entspannen. Das ist so gut. Oh. Ja, stimmt. Oh. Das sehe ich aber auch nur bei mir, lustigerweise. Darf ich hier keine Bombe legen? Ich darf keine Bombe legen. Ich darf auch nichts machen. Oh, ich kann auch nichts essen. Schade, dir ist gern Ei gegessen. Kann man hier angeln? Das Lustige ist, das ist so diese Darstellungssache. Wir sehen jetzt eigentlich nackt aus, ne? Das bei Harvest Moon. Bei Harvest Moon konntest du damals. Gott, Maxi, das schwarze Ball. Ein Ei mit in die heiße Quelle nehmen und dann hast du ein gekochtes Ei bekommen. Echt? Geh das für dich raus, Maxi. Oh, warum nicht? Warum bist du langsam? Weil das die Mädchenumkleide ist. Ja, und? Ein Grund mehr dabei zu gehen. Warum haben wir eigentlich genau 4000 Gold? Weil ich auf genau 4000 Gold runtergeshoppt habe. Warum bin ich so. Ich bin viel zu langsam. Was passiert hier? Lass du schon bei dich laufen. So, Rutschgefahr und so, ne? Ja. Also, der Zug kündigt sich vorher an, ne? Der ja, Zug das macht einmal. Das Ding ist, im Singleplayer, jedes Mal, wenn ich nach dem Zug, nachdem der da ist, hier reingehe in das Gelände, crasht das Spiel bei mir. Echt? Ja, das ist voll kacke. Okay, vielleicht haben die das ja auch rausgepatcht jetzt. Hoffentlich passiert das nicht im Multiplayer. Das wäre bitter. Oh, ich habe Leben gefunden. Bei ein paar Regenwürmern waren da. Oh, hier liegt einfach eine Brombeere auf dem Weg. Verrückt. Weintrauben waren das. Weintrauben. Heulbeeren.
Wir brauchen weiterhin Erz. Oh Gott. Welche Qualität brauchen wir Erz? Hallo, ich hätte gerne Bier. Was? Qualität? Ich denke, wir brauchen immer noch Kupfererz. Oh, Pizza. Ne? Danke. Ich habe auf genau 2000 runtergekauft. Ich bin stolz auf dich. Ja. 4000 war eine hübschere Zahl. Eigentlich müssen wir enttäuscht von dir sein, weil du kaufst dir die Zuneigung von Shenya. Du baust dir nicht mehr selber an. Bö, das ist aber eine krasse Anschuldigung, ey. Mit unserem Geld kauft ihr scheinbar Zuneigung, ja? Ja, ich krieg doch sonst keinen. Stellt euch mal die Analogie vor, gell? Die schickt einen armen Maru und eine arme Katze los, damit die Dinge tun müssen. Aber ich muss den ganzen Tag schuften und arbeiten und fischen. Und Maru schickt sie in die Säureminen, damit von dem Geld, das dadurch durch diese Katzen- und Kinderarbeit verdient wird, dann ihre Liebesbeziehung zu ihrem alkoholischen Freund überzieht. Nein, ihr, das ist gemein. Das ist RTL-Nachmittagsbrücke. Mehrwertsteuer. Das ist wirklich lol. Okay. Keiner von uns ist Mehrwertsteuer wert. Das ist wirklich gemein. Was ist gemein, Shane? Bin ich voll und ganz deiner Meinung. Nein, Bier nicht trinken. Bam. Sie trinkt das Bier. Jetzt stand das bei mir aber auch, du hast Pam heute bereits ein Geschenk gegeben und habe ich nicht. Okay, das ist weird. Das ist ein bisschen durcheinander, glaube ich. Da ist Sam. Halt! Hast du dein Bier aber verloren, das eine? Ja. Ja gut, dann könntest du das erzählen. Weil einfach der falsche Dialog kommt. Tja, Fischer steht schon wieder pädophil hinter mir. Was soll das hier eigentlich sein? Der will deine Rote halt. Bei Alex hier in diesem Garten, diese komischen Dinger mit diesen komischen kaputten, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ihr müsst, ja, ich glaube, da müsst ihr hierher kommen. Wo braucht man eigentlich die ganzen Edelsteine? Ach man, es soll jetzt endlich mal donnern und blitzen. Ich möchte endlich die Sequenz. Wofür braucht man eigentlich die ganzen Edelsteine später? Zum Verschenken oder so. Du brauchst damit eigentlich, glaube ich, nichts machen. Hi, Mani. Könnten wir die doch erstmal verkaufen, weil ich finde die eh in Mengen wieder. Du hast Mani bereits heute ein Geschenk gegeben. Bei Mani war das jetzt auch. Mani bin ich auch noch beschenkt, wenn ich zwei Herzen brauche. Was mag Mani denn? Eier zum Beispiel. Und noch Eier? Star-Drop Saloon. Star-Drop Saloon. Du weißt, ich brauche dich. Jetzt habe ich erstmal gecheckt, was du da singst. Mein Gott, viel zu spät. Was? Wir müssen erst die Axt upgraden, bevor wir Kannst du da gleich wieder Fischis verkaufen, die wir eigentlich brauchen? Das. Nein. Weiß ich nicht. Jetzt passe ich auf. Auf was passt du auf? Dass die ganze keine Fische verkauft, die wir brauchen. Das will ich sehen, wie du da aufpasst. Oh Gott, wo ist Penny? Penny! Was da ist unten? Penny! Oh, die steht total auf sowas. Ich weiß, ich auch. Die haben so viel gemeinsam. Zum Beispiel weiß ich auch, dass der Lappen nach Chloroform riecht. Wir haben so viel gemeinsam. Hepatitis A, Hepatitis B. Chlamydien! Panische Angst davor. Syphilis. Der Koala-Bären? Ja, was? Koala-Bären? Koala-Bären! Koala-Bären sind krasse die Krankheit. Voll. Koala-Bären sind mal, voll die Geschlechtskrankheiten. Super-Sego-Überträger. Die haben alle Geschlechtskrankheiten, die es gibt. Ja, und deswegen, liebe Kinder, niemals mit Koala-Bären Geschlechts. Oralverkehr reicht da völlig. Hey, Glocke. Ja. Guck dir das mal an, ich hab ein Kunstwerk geschafft. Er nennt es ein Kunstwerk, ich nenne es Diagnose. Das ist ein. Schöner Smiley. Ih, was ist heute los? Heute ist Donnerstag, oder? Ich weiß auch nicht, was das soll. Ich geschlafen. Ich habe mich auch schon hingelegt. Zu viel für heute. Ihr könnt euch nicht hinlegen. Ich bin immer noch am Angeln und am Meer. Dann komm ab. Nein, ab. Ich habe noch Energie und wir haben noch Zeit. Dann unterhalten wir uns jetzt. Außerdem, wir Bauern haben nichts zu tun. Ja, aber das Problem an der Sache ist, wie viel Flocke denn verhindern, dass ich die Fischis jetzt verkaufe, wenn die nicht draußen ist aus dem Betten? Dann verhindere ich es halt morgen. Ach, das ist eine gute Idee. Ich penne gerade am PC ein.
Was können wir eigentlich jetzt kochen? Ich kann überbackener. Wow. Ich kann ein Spiegelei. Überbackener. Wow. Was brauchst du backener, dafür? Wow. Ich kann WoW-Sirup überbacken. Lecker. Nom, nom. Überbacken. Mein Bisschen ich brauch Käse dafür. Nebenberuflich bereite ich mit Zucker und Smaragd. Ich habe übrigens eine hohe Aufmerksamkeitsspanne. Ja, ich hab's nicht merkt, dass. Da steht ein Mann an meinem Fußende. Hä, hey, was ist denn mit ihr hier? Ein Hut. Jetzt ein Hut mit Lehm. Ich habe noch mal 3 Polster an meine Freundin verschenkt. Rensenmann. Boah. Ins Bett gehen. Entscheide dich. Nein. Hallo. Du bist nicht Fischi. Katze. Nee. Alter Leute, seid ihr heute durch? Kann das eigentlich sein? Ja. Aber ihr seid wirklich dezent durch, gell? Ja. Gell? Kommst du jetzt mal hoch, Fischi? Hey, du hast dich hinter der Vogelscheuche versteckt. Ich hab dich nicht gesehen. Fischis verkaufen. Nein! Ah, halte dich auf! Halt! Checkeln! Stopp! Warte, ich schenke ihm Gras. Drin? Ach nee, ist ein Faser. Brauchen wir davon ein? Können wir doch nicht. Was brauchen wir? Ich sehe nichts. Da drin ist jetzt gerade ein Thunfischi. Das sehe ich nicht. Brauchen tu wir doch ein Thunfischi? Tu doch mal alle Fische hier rein. Ja, dann wollt ihr mir alle klauen. Tu die da rein. Es wird übrigens spät. So. Dann mach die Truhe zu. Du sagst, was für Fischis da drin sind und ich sag, was für Fischis wir brauchen. Okay. Thunfischi. Buntbarsch. Und Brotbarbe. Was? Heilbutt. Okay, ja, nein, Seegurke. Stopp. Thunfisch. Thunfisch. Thunfisch brauchen wir. Ein aber nur. Ein brauchen wir. Ein. Dann Buntbarsch. Ein Buntbarsch brauchen wir. Ein aber dann nur. Ja, Rotbarbe. Eine Rotbarbe. Wo hast du die geangelt? See. Nicht See, Meer. Meer. Brauchen wir nicht. Oh nein! Nicht Maxi angreifen! Heilbutt. Brauchen wir auch nicht. Krasse Rettungsaktion. Und eine Superseegurke. 1 Uhr. Deine Superseegurke brauchen wir auch nicht. 1 Uhr. So, ab ins Bett. Ich möchte leider schon mal ankündigen, morgen wird es sonnig. Nein. Und weil es morgen sonnig wird, gucken wir uns gleich noch schön die Zusammenfassung an. Okay. Weiß ich. sehen wieder, dass Items wahrscheinlich am meisten Profit gemacht hat, weil die armen Bauern. Ich durfte ja nicht meine ganzen Fischis verkaufen. Ja, es reicht ja auch jetzt erstmal. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einer Folge von Maxi. Macht's gut. Das bin ich. Hallo. Maxi, next stadium.